Wir hatten ja eine Mahnwache vor dem Haus angemeldet zur Erinnerung, dass am 8. März 1933 dieses Haus besetzt wurde von den Nazis und missbraucht. Und diese Mahnwache wurde verboten. Diese Menschen haben das Recht zu demonstrieren. Sie haben das Recht, für ihre Freiheit und ihre Zukunft auf die Straße und auf die Plätze zu gehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Polizei hier alles andere als zimperlich heute ist. Ich habe schon Pfefferspray abbekommen, Kolleginnen und Kollegen auch. Wir sind körperlich angegangen worden, trotzdem, dass wir einen Ausweis vorgezeigt haben. Und es ist schon ziemlich rabiat hier. Ich habe es ähnlich erlebt und ich habe vor allen Dingen eben erlebt, dass ein Demonstrant weggetragen worden ist. Und als er seinen Namen rufen wollte, ist ihm der Mund zugehalten worden. Sie müssen geschützt werden und dürfen nicht niedergeknüppelt werden. Wasserwerfer. Das ist ja krass. Diese Menschen haben das Recht zu demonstrieren. Gestern Abend werden im Auftrag des Landeskriminalamts Räume im Dresdner Haus der Begegnung durchsucht. Es werde gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf schweren Landfriedensbruch ermittelt. Das Bündnis Dresden Nazifrei hält die Polizeiaktion für unverhältnismäßig. Sie haben eine ganze Reihe von Leuten festgenommen, sie haben sie gefesselt, sie haben unsere Rechner und Telefone beschlagnahmt mit dem Ziel, die Öffentlichkeitsarbeit von Dresden Nazifrei zu torpedieren. Doch die Rechnung ging nicht immer auf. Mehrmals durchbrachen Gegendemonstranten mit Gewalt die Absperrungen. Doch die Rechnung ging nicht immer auf. Mehrmals durchbrachen Gegendemonstranten mit Gewalt die Absperrungen.